Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von The Invincible. Unser Auftrag derzeit, fahre zur Condor und das wird ein bisschen länger dauern, denn wir müssen diesem gesamten Pfad folgen, der uns hier nach unten führt. Dann blättern wir einmal um, sehen wir kommen hier vorbei bei Field Base Nummer 2, fahren dann immer noch weiter und zwar da nach drüben zu AW27 und dort kennen wir uns gar nicht aus. Wir fahren also ins Ungewisse und ich habe überhaupt keinen Plan, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. Wir fahren mal danach vor zum Tunnel, den haben wir nämlich schon in der letzten Folge entdeckt. Vielleicht bringt uns der ja ins nächste Gebiet. Keine Ahnung. Ich habe so langsam das Gefühl, da kommt bald wieder ein nächster Sandsturm auf uns zu. Ist das der richtige Tunnel? Ja, sieht auf jeden Fall nicht falsch aus. Ja, in der letzten Folge ging es ja drunter und drüber. Wir haben tatsächlich herausgefunden, was mit der Besatzung der Condor, nicht der Besatzung der Invincible, denn die ist noch gar nicht hier, aber mit der Besatzung der Condor hier los ist. Sie sind nämlich vor Monaten wohl hier gestrandet auf diesem Planeten, eine Notlandung haben sie durchführen müssen, weil ihr Triebwerk nicht mehr funktioniert hat. Ist das die richtige Idee? Ich denke ja, denn wenn wir dann nach oben fahren, kommen wir nur wieder zurück zur Field Base und da wollen wir ja nicht hin. Also zu der Base, die wir schon kennen. Und die Condor ist vor Monaten hier notgelandet. Jasna, focus. What now? Und nicht mehr weggekommen. Von diesem Planeten, weil sie die Maschine nicht mehr reparieren konnten. Und dann haben sie Forschungen angestellt. Und anscheinend ist das Ganze vor Monaten auch schon mal losgegangen mit den Fliegen, die sich hier rumtreiben auf diesem Planeten, die dann aus ihrer Deckung kommen, wenn man versucht, die Pflanzen, die metallischen Pflanzen, die dunklen Büsche, hier abzuschneiden. Die haben sie ja abgeschnitten. Och, du Scheiße, da vorne ist ein Sandsturm. Und wollten Forschungen mit ihnen betreiben. I'm wondering, what is Condor doing here? Rahitra claimed they stopped here because of some kind of breakdown. Nothing more. Do you believe him? Yes, sir? Yes, I'd say so. He seemed genuinely amused by our orders. Well, I should congratulate him on a good move then. Ah, he started broadcasting, and I'm intercepting his transmission. Please listen. We lost him. I don't know if you're there anymore. I sent someone for you. You won't believe it. She's a member of the Commonwealth, and she's... All right. I suppose we can trust her. Probably even more than I can trust myself, but never mind. Just like to believe she'll find you alive. Over and out. Yes, sir. Given the circumstances, I wouldn't count on... I know. But I promise to do it, so I will. Besides, he'll only leave when he's certain that reinforcements won't arrive. And I don't want to be stuck in that cave with him forever. Das ist der richtige Weg. Fahre zum Condor. Machen wir gleich mal. Wir folgen natürlich der strichlierten Linie auf der Karte. Wir könnten theoretisch jetzt hier auch einen anderen Weg einschlagen, aber ich vermute mal, das wäre dann nur ein kleiner Workaround, der uns dann möglicherweise eine kleine Abkürzung auf unsere Karte einzeichnen würde. Aber ich würde natürlich gerne auch diese Field Base hier mitnehmen, wenn wir schon mal dran vorbeifahren. Und das ist ja schon mal sehr interessant, was hier passiert ist vor diesen Monaten. I've driven to the place where they were stationed before they set up the base. Do you want to stop? Ich denke schon. Okay. Maybe I'll find something worthwhile. Denn unser neuer Freund Rohitra, und ich weiß immer noch nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, der leidet ja auch unter dem Stupor. Nicht so sehr wie die anderen, denn wir haben ja auch gesehen, er hat noch zwei andere dort oben in seiner kleinen Geheimbasis und die sind definitiv noch ein bisschen mehr mitgenommen als er. Aber auch er ist nicht ganz unbeschadet aus dieser Wolke herausgekommen. Auch er leidet an dem Stupor und vergisst nach einer gewissen Zeit, was er so gesagt hat. Vergisst, dass er uns kennengelernt hat. Oh, die bewegen sich ja noch, die Roboter. Guck mal. There's several options here. Are they still working? Yes. I wonder for how long. Die gehen also schon seit Monaten hier spazieren. Tragen Kisten von A nach B und wissen nicht, was sie tun sollen. Krass. Tja, nochmal ganz kurz, um zu Rohitra zurückzukommen. Nach ein paar Stunden vergisst er, was er mit uns gesprochen hat. Und das heißt eben, wenn wir dann vielleicht nach ein paar Stunden wieder da oben aufkreuzen sollten bei seiner Basis, dann wird er sich wohl wieder nicht an uns erinnern können und wir fangen immer wieder bei Stunde 0 an. Wir lernen ihn immer wieder neu kennen. Das Gute ist, wir haben mittlerweile ein paar Informationen über ihn. Das heißt, wir können das Vertrauen wahrscheinlich ziemlich schnell wieder erlangen. Nur kann er sich halt nicht mehr daran erinnern, dass wir eigentlich vor ein paar Stündchen noch miteinander geredet haben. Deswegen glaubt er auch immer noch,
Es ist weiterhin Tag 26 und die Rettung naht, die am nächsten Tag kommt. Mittlerweile wissen wir, die sind seit Monaten hier unten und es wird keine Rettung mehr kommen. Denn dann wäre sie schon lange hier. Gucken wir mal ganz kurz, ob er möglicherweise hier ein toter Mann. Sometimes I think we don't stand a chance. What are you talking about? About us, Astrogator. Humans. Biological organisms. All this so-called life is so fragile compared to the lifelessness of machines. So you found more bodies? One. Is it Milos? Weiß ich nicht. Guck mal gleich mal. Da steht ja bestimmt wieder am Helm oder irgendwo auf dem Anzug. Der Name drauf. No. Someone else. Well, you can't help him anymore. But there are still people who are alive and need you. Let's not forget about them. As you said yourself, Doctor. Please keep going. Und es ist der Astronaut Pepsov und ich glaube auch von ihm haben wir was gehört, als wir in der Höhle waren, als Rohytra mit entweder der Basis oder mit den anderen gesprochen hat, dass dieser Mann, Pepsov, anscheinend irgendwo hingegangen ist und er selbst nicht weiß, wo. Er ist hier, bei Field Base Nummer 2. Und man sieht, wie die Maschinen hier aussehen. Man sieht, wie diese Maschinen hier aussehen, die Transporter. Man sieht, wie die anderen Transporter ausgesehen haben, die wir vor ein paar Folgen gefunden haben, als wir noch auf den Spuren des Konvois waren. Und zwar definitiv nicht so, wie ich es mir vorstellen würde, wenn die einen Tag hier im Sand stehen gelassen werden. Da haben die nicht solche Flecken überall und sind nicht Meter hoch im Sand vergraben. Das geht nicht so schnell. Damals haben wir uns schon denken können, dass das wohl nicht sein kann, dass die erst seit ein paar Stunden oder möglicherweise maximal einem Tag hier stehen, sondern dass da schon viel, viel mehr Zeit vergangen sein muss. Mittlerweile wissen wir das, denn die sind hier schon seit Monaten. Wir hätten theoretisch, als wir die Forschungen damals durchgeführt haben, schon darauf kommen können, dass hier noch andere auf diesem Planeten sind. Denn auch wir waren ja schon mal früher hier, haben unsere Forschungen betrieben und sind dann wieder abgehauen und sind nur deswegen wieder zurückgekommen, weil wir eigentlich noch mehr forschen wollten, um die Invincible, die ja hier auch irgendwann mal aufschlagen soll, zu übertrumpfen. Das war unser eigentliches Ziel. Und eigentlich hätten wir damals schon rausfinden können, was mit denen hier los ist, wenn wir damals ein bisschen genauer geschaut hätten. Aber wer hätte denn gedacht, dass da die Allianz mit dem Condor mittlerweile schon Field Bases aufgeschlagen hat, Bohrungen durchgeführt hat und so weiter und so fort. Das wussten wir damals natürlich alles noch nicht, eh klar. Guck mal, und selbst hier in diesem Transporter, oh guck mal, gibt es zahlreiche von diesen Kisten. Und ich vermute mal, auch in diesen Kisten werden möglicherweise die Pflanzen sein, die sie abgebaut haben. Die Früchte, wie sie hier im Spiel ja genannt werden. Also die Fliegen. Die Fliegen, die alles Metallische hier zerstören können und die den Menschen wieder auf Stunde Null zurücksetzen können. Roter Riese. Eine Therapienotiz von Dr. Pepsov, der da draußen liegt. Autoanalyse erstellt auf Empfehlung des Personals und auf Wunsch des Bordpsychologen. Mein Vater wusste kaum etwas über die Welt, geschweige denn über das Universum. Er war ein eher einfacher Mann. Jetzt im Nachhinein kann ich es nicht nur laut sagen, sondern muss zugeben, dass er diesen Aspekt, dass er diesen Aspekt an sich mochte. Er pflegte zu sagen, es ist gut, etwas zu tun zu haben. Und wie sich unschwer vermuten lässt, hat ihm seine Arbeit Freude bereitet. Anders als ich während meines Studiums an der Akademie stets behauptete, war er kein Chronist des Mars. Für die folgende Analyse ist es jedoch nicht von Belang, welchen Aufgaben sich mein Vater im Laufe des Tages widmete. Wichtig ist, dass er seine Arbeit schätzte und sie auch bei Müdigkeit oder ungünstigen Wetterbedingungen ruhig und hingebungsvoll ausführte. Seit einiger Zeit kommt mir immer wieder eine vage Erinnerung an meinen Vater kurz vor seinem Tod in den Sinn. Er wirkte seltsam geschwächt, als ob sein bevorstehender Tod ihn Stück für Stück aus dieser Welt reißen würde. Er glich nicht mehr meinem Vater, wie ich ihn kannte, sondern eher einer sich mechanisch wiederholenden Abfolge von Gesten, die eine berufliche Aktivität imitierten. Ich kann sagen, dass mein Vater noch arbeitete, als er bereits im Sterben lag. Ich glaube, das ist doch schon alles, was uns verbindet. Ich arbeite und fühle, als ob ich sterben würde.
Der einzige Unterschied ist, dass mein Vater, gefangen in seiner inneren Welt, die Lippen zu einem Lächeln verzog, das eher einer Grimasse ähnelte. Meine Gesichtsmuskeln haben längst vergessen, wie sie sich anordnen müssen, um diesen Effekt zu erzielen. Jeder Tag voller Überraschungen und Erstaunen über den Kosmos, gespickt mit unzähligen Fragen, Hypothesen und hohlen Annahmen, ist wie ein weiterer Nagel in meinem Sarg. Ich bin es leid, mir täglich einzubläuen. Ich habe Zweifel. Ich weiß es nicht. Und Sie, all die anderen, tun nur so, als ob Sie es wüssten oder als ob Sie es eines Tages wissen würden. Außerdem, wozu das alles überhaupt? Warum steige ich nicht aus diesem Hamsterrad aus, das größtenteils nur in theoretischem Wissen gipfelt? Wegen des Beifalls an den Symposien? Wegen des Lobs des Astrogators? Wegen der mickrigen Anerkennung seitens der Menschheit, wenn sie plötzlich beschließt, einen Tag der Dankbarkeit zu feiern? Der Bordpsychologe vermutet einen berufsbedingten Burnout. Vielleicht hat er sogar recht und ich habe einfach keine Kraft mehr für eine weitere Suche nach Antworten aus dem Kosmos. Vielleicht bin ich ein roter Riese geworden. Mein Wasserstoff ist erschöpft, ich bin von der Hauptreihe abgekommen und ein Stern niedriger Temperatur geworden. Allerdings ein großer und noch immer hell genug, um der Besatzungsleitung mit meinem Verhalten zu signalisieren, dass ich nicht gewillt bin, weiterzumachen. Was wird dann mit mir geschehen? Ich habe Angst, dass ich, vollständig ausgebrannt, nach den Gesetzen der Astrophysik zu einem Zwerg mutiere. Zuerst ein Weißer, dann theoretisch noch immer energieverlierend ein Schwarzer, falls es so etwas gibt. Ich weiß es immer noch nicht. Ergo werde ich vor meinem Tod, schlimmer noch, meinem geistigen und nicht dem körperlichen Tod, schrumpfen wie mein alter Vater, der unbewusst mit den Armen herumwirbelte, aber anders als ich bis zu seinem letzten Atemzug ein stolzes Rädchen in einer sozialen Maschine blieb. Wenn ich nicht grundsätzlich etwas ändere, erwartet mich eine Leere oder schlimmer noch, ein schwarzes Loch, das alles um sich herum verschlingt. Dessen bin ich mir zur Abwechslung einmal sicher. Wie viel Zeit bleibt mir, um etwas zu ändern? Ich weiß es nicht. Verdammt, ich weiß es nicht. Und da sieht man mal, hier war definitiv nicht alles so rosig. Die Leute hatten Zweifel und das ist auch ganz klar. Denn ich vermute mal, für wenige, ob das jetzt hier im Spiel ist oder auch in unserer Welt, ist es gut oder förderlich, monatelang auf irgendwelchen Reisen in den Universen unterwegs zu sein, irgendwelche Forschungen auf fremden Planeten zu betreiben und keinen Ausweg daraus zu haben. Denn wo sollen sie denn hin? Sie haben nur die Arbeit, ihre Crew und das Schiff. Es gibt keinen Plan B. Und man sieht, wenn man sich hier in der Arbeit verliert, ist man schnell in einem Burnout. Krass. Huch, was ist das denn? Ich dachte, was passiert denn jetzt hier gerade? So, was können wir hier machen? Schauen wir gleich mal. Ich vermute mal, hier kommen wir nicht weiter. Hier geht's raus. Aha. Hey, Mila, come in. I'm using an open channel to broadcast. Over. How's it going? Are you receiving this, Astrogator? Affirmative. Mila, what do you think? What's gonna happen now? I have no idea. I've never seen anything like this before. Perhaps the higher-ups can do something. Hey, Morrow! Sit down! Das heißt also, der lebt tatsächlich noch. I wish we had secured them better. But back to the matter. Have you found anyone else? One working Arctan so far. Several probes also seem to... People, Rahitra. Only people matter. I know, the Arctan will help me look for them. I'm going away for a while. I stopped at the old excavations. I'll look for Pepsol. All right. Das heißt, er lebt tatsächlich noch. Okay, nee, das sind Aufzeichnungen. Hey, Milos. I hope you're still within reach. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. I doubt she was alone, but I didn't see anyone else. I've already broadcast to the base. Come back soon. I'm closing the channel. Talk to you later. Okay, I think that's enough sightseeing for me. If Milos kept going, so should I. Agreed.
Das heißt also, folge weiter dem Weg bis zum Kondor. Das heißt also, die haben sehr wohl kürzlich noch miteinander geredet. Aber dann kam irgendwann mal keine Antwort mehr. Und von Milos kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass er möglicherweise doch noch leben könnte. Und nicht wie die anderen seit Monaten hier in der Wüste dahin krepieren. Was ist das denn für ein Ding? Irgendein Anker oder sowas? So, da ist auch wieder so ein Riesenkran. Da haben sie wahrscheinlich auch wieder versucht, irgendwas aus dem Erdboden zu ziehen. Uiuiui, ist ein bisschen gefährlich, sieht es da unten aus. Und der Großteil dieser Maschinen funktioniert auch nicht mehr. Die wandern hier seit Monaten auf und ab und auf und ab und auf und ab und bringen Kisten irgendwo hin, wo sie eigentlich gar nicht hin sollten. Die anderen stehen hier rum, haben wahrscheinlich keine Batterie mehr, keinen Strom mehr. Da hinten fliegt eine Drohne rum. Kommen wir eigentlich in dieses Ding da noch rein? Probieren wir mal. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal probiert haben. Nee, hier sehe ich keine Tür, die aufgeht. Gut, und die genauso wenig. Alles klar, ich gucke nochmal ganz kurz, aber ich glaube, viel mehr wird es hier in dieser Base nicht zu entdecken geben. Was sieht denn, was ist denn mit der Drohne? Können wir da vielleicht noch ein paar Fotos oder so auslesen? Da unten wäre, glaube ich, sogar ein Landeplatz. Aber wie sollen wir die denn bewegen? Ich sehe hier kein weiteres Häuschen, das wir möglicherweise öffnen könnten. In dem waren wir ja schon drin, oder? Nee, weil da geht es auch nicht rein. Genauso wenig wie hier. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Hier haben wir gerade diese Unterhaltung gehört zwischen den beiden. Und da hinten steht ja nur noch diese riesige Maschine. Also ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwo anders hin können oder auf irgendwas anderes zugreifen können, sagen wir es mal so. Was ist das hier? Ein Filmprojektor, der aber auch nichts mehr anzeigt. Na gut, ich glaube, mit der Drohne werden wir nicht viel machen können. Ich glaube, die Drohne wird dort einfach bleiben. Aber wurscht. Dann geht's halt für uns mal weiter. Ich sehe nämlich sonst kein anderes Fahrzeug mehr. Das alles besteht ja nur aus Fahrzeugen. Das sind ja alles die Transportfahrzeuge, mit denen wir auch geflohen sind. Auf denen sie quasi diese Basis hier aufgebaut haben, sie miteinander verbunden haben und so weiter und so fort. Wobei das da hinten, ne, die haben aber alle so eine Kuppel oben drauf. Aber gibt's noch einen anderen Eingang? Guck mal, wo führt denn dieser Schlauch zum Beispiel hin? Auch nur irgendwo in den Untergrund. Ich habe keine Ahnung, ob wir da irgendwie reinkommen, wenn ich ehrlich bin. Diese Schläuche führen alle nur irgendwie in den Untergrund und das war's dann. Na gut, Freunde. Ich glaube, das streichen wir mal von unserer Liste. Ich denke mal, wir sollten uns wieder in unseren Rover setzen. Und einfach mal weiterfahren. Ich muss mal gucken auf der Karte, wo ist denn jetzt der nächste Weg, den wir einschlagen sollten. Einfach mal hier entlang. Und beim nächsten Tunnel hier weiter. Danach rechts abbiegen und dann sollten wir irgendwo da nach vorne kommen. Aber leider Gottes in ein Gebiet, das wir bis jetzt noch nicht kennen. Aber das wir bestimmt gleich kennenlernen werden. Na, schauen wir mal. Ich guck mal, aber hier stehen keine Gebäude mehr. Na gut, das hätte mich auch gewundert. Ich fahre nochmal ganz kurz hier nach hinten. Ein kleiner Umweg, aber wir haben hier hoffentlich noch genug im Tank. Und dann geht's hier rein. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Dann geht's hier hinein in den nächsten Tunnel. Boah, wie schön das da oben aussieht mit dem rötlichen Licht, dem Planeten, der da hinten hervorlugt. Also wirklich, wirklich gut. Da haben die Entwickler schon was Cooles gemacht aus diesem Planeten hier. Das freut mich. So, nochmal ganz kurz gucken. Wo sind wir mittlerweile? Wir sind mittlerweile hier. Wo würden wir denn hinkommen, wenn wir jetzt hier lang fahren? Ich vermute mal, hier unten würden wir diese kleine Abkürzung finden. Kann das sein? Das sieht aber nicht so wirklich gut aus gerade.
Aber da unten finden wir irgendwas. Ich werde mal kurz aussteigen. Gut. Also hier sollten wir definitiv nicht lang. Andererseits würden wir theoretisch da vorne weiterkommen, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall eine kleine Abkürzung, das sieht man hier schon, denn das muss ja irgendwo hinführen. Und ich würde gerne mal herausfinden, wohin. Einfach nur mal spaßhalber. Es ist ziemlich finster in diesem Gebiet, das heißt, wir müssen aufpassen, wo wir hier hinfahren. Nicht, dass wir da gleich irgendwie einen Kilometer nach unten fallen. Aber einfach nur mal Spaß und interessenshalber aufdecken, welchen zweiten Weg wir hier möglicherweise hätten einschlagen können. Gut, hier ist eine Wand drin. Da geht's wohl nirgendwo mehr hin, alles klar. Und hier? Ne, guck mal, da wären wir nirgendwo hingekommen. Hier bin nämlich Ende im Gelände und da ist auch Ende im Gelände. Das heißt, wir müssen hier durch. What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Und wenn wir hier langfahren, landen wir genau wieder da hinten. Alles klar. Das heißt, es hätte hier keinen Plan B gegeben. Entschuldigung. Wir mussten an dieser Field Base vorbei. Na gut, na gut. Mir geht's immer nur ein bisschen drum, das zu erkunden. There's a problem. I'm listening. The route they took is blocked by a force field. There must be an Energobot somewhere. Ah. But I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although... Na, ich vermute mal, das hier wird doch wohl ein kleiner Weg sein. Ein schmaler Durchgang. It's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way. So even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. Das heißt also, wenn wir jetzt hier geradeaus weiterfahren würden, dann kommen wir erstens nicht durch wegen dem Kraftfeld. Und wenn wir das Kraftfeld deaktivieren, dann landen diese zwei riesigen Brocken da oben auf uns. Und dann sterben wir wahrscheinlich, wenn die da runterfallen. Das heißt, völlig egal, was wir machen, da vorne geht's nicht weiter. Aber glücklicherweise, wo habe ich den Weg denn gerade gesehen? Hier hinten gibt's ja noch einen Plan B. Ich würde trotzdem aber ganz gerne einfach mal Richtung Kraftfeld fahren, um zu gucken, was wir dort vielleicht so sehen können. Hallo? Ich kann gerade nicht fahren. Warum nicht? Hätte ich nicht aussteigen dürfen? Ich kann gerade aus welchem Grund auch immer nicht fahren. Hallo? Jetzt sagt bloß, das W funktioniert auch nicht fürs Fahren. Warte mal ganz kurz. Doch, das W funktioniert. Oder müssen wir vielleicht erstmal diesen zweiten Durchgang hier drüben entdecken? Das kann natürlich schon sein. Sieh nach, was die Straße blockiert. Na, gucken wir mal. Vielleicht können wir ja dann wieder fahren. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir erstmal alles entdecken, tatsächlich. Was wir da hinten so finden können. Denn augenscheinlich kommen wir ja mit dem Rover hier nicht durch. Gucken wir mal, ob uns gleich eine Eilverwanderer daran hindern wird, hier weiterzugehen. Ein Speicherpunkt immerhin. Das heißt, wir sind hier definitiv nicht so falsch. Oh, ich hoffe nur, wir können mit dem Rover fahren, denn wenn wir jetzt tatsächlich... Ah, ein Transporter. Aufgeschmissen sind und nicht mehr mit dem Rover fahren können, dann haben wir ein Problem. Ich habe nämlich das Gefühl... Transporter. They're here. Is standing still. In front of the force field. Is that Milos' convoy? I'll confirm soon, but yes, most likely. Can you see anyone? There's someone inside. More than one. Two. And they're all in the transporter? Ready yourself for the worst, Doctor. I am. Ready. Aber leider Gottes bin ich der Meinung, dass wir wahrscheinlich auch hier
nur noch Leichen finden werden. Wir sehen zwei Markierungen auf unserem Tracker. Mittlerweile sind schon vier. Der Hintereingang ist auf jeden Fall schon mal geschlossen. Wie sieht's hier aus? Da sollten wir reinkommen. Im Transporter selbst ist es dunkel. Wirklich reingucken können wir nicht. Und da unten sehen wir im Kraftfeld den Rest. Aber selbst die Maschine dort unten ist mittlerweile schon im Sand vergraben. Es wundert mich, dass überhaupt das Kraftfeld so lange hier aufgehalten werden kann. Denn wenn das nur einen Tag steht, sage ich okay. Aber da steht da mittlerweile auch schon. Naja gut, wobei Milos und so sein Konvoi, vielleicht sind die doch nicht so lange. Also vielleicht ist da doch nicht dieselbe Zeitspanne zwischen dem Ereignis, was alle anderen betroffen hat, und denen hier. Vielleicht liegen da doch nicht unbedingt Monate dazwischen, sondern möglicherweise tatsächlich nur ein paar Tage. Wissen wir nicht. I'm going in. Well, actually, I'm squeezing in. Aber dass wir hier jemanden finden werden, nee. They must be in the back. Hier ist es viel zu dunkel dafür. Da wird doch bestimmt niemand mehr leben, oder? Are you trying to turn the power off? Yeah, I probably should. Okay, das heißt, durch die Tür kommen wir so einfach nicht rein. Was ist denn hier los? Guck mal, das ist aus, wie wenn da drin ein Gas verstreut wäre. Und schau mal einen an. Wir sehen dort oben einen. Wir sehen hier einen. Die leben nicht mehr, Freunde. Moment der Wahrheit. It's on. Did the door open? Hmm. Not exactly. The inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all doors... Wait! The back door opened. Oh. No. This vehicle. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. Terrible death. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. You found more of those? No. It started automatically. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26, time 805. I'm continuing with search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Over and out. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26. Time is 805. I'm still searching so much for the 400 registries. It's repeating the first recording. But no, no. Listen carefully. There was no one else. We need help. He's saying the same thing, but the recording is different. Over oh, shit. That he has memory loss, we already know. What strikes me, however, is the scale of it. He's been here for far too long. Far too long not to receive help from Condor. Nobody will come. I'm afraid there's not a soul here on this damned planet, except for the three in the cave. Das heißt also, es gibt hier 400 Aufnahmen. 400 Aufnahmen. Von Rohitra, wie er versucht, die Besatzung der Condor zu erreichen, um Hilfe zu bekommen. 400 Aufnahmen, die im Sinn alle gleich sind, aber dennoch von der Aussprache her ein bisschen verschieden. Der ist schon seit Ewigkeiten hier. Und durch den Gedächtnisverlust spielt sich sein Tag 26 immer und immer und immer und immer wieder ab. Wenn man jetzt mal vom Schlimmsten ausgeht und tatsächlich jeden Tag eine Aufnahme gemacht wurde, dann sind die seit 400 Tagen da unten in der Höhle und Rohitra glaubt weiterhin, es ist Tag 26. Krass.
There was no one else. We need help. Come for us. Please. Over and out. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26. Time is 8:05. I'm still searching for the missing crew. I've checked the excavation area, but there was no one else. We need help. Let's skip listening to the rest of the recording. Can you stop them? This is Rohitra speaking. I'm not going back there. Day 26. Time is 8:05. One notch. I'm still searching that's for the missing crew. All right. Check the excavation area, but... Ah, much better. Agreed. Und ich glaube, jetzt weiß ich, warum wir gerade eben nicht mit dem Rover fahren konnten, weil wir erstmal dieses Massengrab entdecken mussten und erstmal wieder eine neue Zeitspanne uns irgendwie hier zusammenpuzzeln müssen. Es sind nämlich, so wie es aussieht, nicht nur ein paar Monate, seit die hier sind, sondern mittlerweile seit über einem Jahr. Wenn wir diesen Aufnahmen trauen können und er tatsächlich jeden Tag um 8.05 Uhr eine neue Nachricht schickt an die Besatzung der Condor, und um Hilfe bittet. Jeden einzelnen Tag für ihn, Tag 26, mittlerweile über 400 Tage. Und das liegt daran, dass der Player vollgelaufen ist, dass nicht mehr Nachrichten gespeichert werden können. Vielleicht sind es mittlerweile schon 500, 600, 700. Das lässt sich nur mutmaßen. Und vielleicht finden wir tatsächlich raus, wie lange die schon hier sind, wenn wir dann wirklich die Condor finden. Liebe Freunde, die sind Ewigkeiten hier. Und wenn wir nicht so schnell aufgewacht wären nach unserem Unfall, wer weiß, wie lange wir da unten gewesen wären, gemeinsam mit unserer Besatzung mit der Dragonfly. Merritt, Koval, Crowther und Gorski hätten definitiv nicht überlebt. Hier hätten wir vielleicht einige retten können, wenn wir tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden oder von wenigen Tagen hier angekommen wären. Da wären bestimmt noch einige am Leben gewesen. Natürlich unter dem Stupor leidend, eh klar, natürlich mit Gedächtnisverlust, natürlich quasi wieder ein Rückschritt in die Kindheit. Aber sie wären noch am Leben. Aber das hier ist vor Monaten passiert. Und nicht vor 2 Monaten, sondern vielleicht vor 10 Monaten oder vor 20 Monaten. Wir wissen es nicht genau. Wie gesagt, wir können hier nur Mutmaßungen anstellen. Auf jeden Fall eine Ewigkeit. Deswegen sind diese Transporte auch im Sand vergraben, deswegen sieht sie auch so aus, wie es aussieht. Weil hier seit Monaten keine Menschenseele mehr war, außer Rohitra, der jeden Tag... Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something... I'll report it. No worries, sir. Der jeden Tag nach Überlebenden gesucht hat und der jeden Tag... auf Hilfe gehofft hat. Die letzten 400 Tage, die letzten 400 Mal der 26. Tag im Hirn von Rohitra. Liebe Freunde, wir setzen uns in der nächsten Folge in den Rover und dann gucken wir mal, dass wir schnellstmöglich einen Weg zur Condor finden und dann dort vielleicht noch mehr herausfinden können, was denn damals tatsächlich hier passiert ist. Wir wissen, die Fliegen kamen, wir wissen, die haben Forschungen angestellt. Was wir noch nicht wissen, ist den genauen Zeitpunkt, wann die Condor hier gelandet ist. Und das würde ich liebend gerne noch rausfinden. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir beim Schiff sind. Das wird sich dann herausstellen in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Runde hier von The Invincible. Bis dahin, tschüss!